den Tagen mehr Leben geben, nicht dem Leben mehr Tage, die Haltung in der Hospiz- und Palliativseelsorge. Bei uns werden Jugendliche vorgezogen, so höre ich es aus einer evangelischen Beratungsstelle. Das war unerwartet heilsam, die Erfahrung von Menschen nach Seelsorgekontakten. Ein emotionaler Innenminister Reul, der tief bewegt dankt für den Dienst der Polizei- und Notfallseelsorge. Die Gesellschaft braucht Seelsorge nicht, aber den einzelnen Menschen. So höre ich es im Impulsreferat von Professor Dr. Clemens Albrecht. Seelsorge als gemeinschaftliche Alltagspraxis, Leben und Erleben. Dazu ermutigt mich der Vortrag der Theologin Dr. Sabrina Müller aus Zürich. Seelsorge ist lebensnah, vielfältig. Seelsorge ist da. Auf der Landessynode in diesem Jahr, in unserer Kirche, entdeckt es selbst. Auf allen Social-Media-Kanälen unseres Kirchenkreises und unserer Landeskirche. Viel Spaß!